gratishörspiele.de. Weihnachtszeit. Die Zeit für Lebkuchenduft. Die Zeit für Harmonie, für Mitmenschlichkeit. Die Zeit für Gemütlichkeit. Und die Zeit für Juwelendiebstähle. Die Zeit für Eifersuchtsdramen. Die Zeit für kaltblütige Morde. Hier, sehen Sie, das hat meine Frau in ihrem Kropf gefunden. Dabei streckte er die Hand aus, auf deren innerer Fläche ein prächtig funkelnder blauer Stein sichtbar wurde. So klar und strahlend, dass derselbe in der dunklen Höhlung seiner Hand blitzte wie ein elektrischer Funke. Frohes Fest, sagte der Fremde. Wollen Sie einen kleinen Spaziergang mit mir machen? Nein, fällt mir gar nicht ein. Der Mann packte ihn am Arm. Ich bin Sergeant McNeil von Scotland Yard und verhafte Sie wegen Einbruchs und unbefugten Eindringens in fremde Wohnungen. Und dann, als er sich wieder aufzurichten begann, sprang Markheim mit einem Satz von hinten auf sein Opfer. Der lange, spießähnliche Dolch blitzte und fiel nieder. Der Trödler schlug mit den Armen wie ein Huhn mit den Flügeln, streifte mit der Schläfe das Gestell und sank in einen Haufen auf dem Boden zusammen. Diese Weihnachtszeit wird kalt und heiß. Am 1. Dezember startet Kalter Winter, heiße Spuren. Dein Krimi-Adventskalender von gratishörspiele.de. Jeden Tag bekommst du eine neue Folge, in der ich dir klassische Weihnachtskrimis vorlese. Mit dabei sind Fälle mit Sherlock Holmes oder Father Brown, genauso wie Geschichten von Edgar Wallace oder Robert Louis Stevenson. Öffne ab dem 1. Dezember dein tägliches Krimi-Türchen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.